Dienstagmorgen im Deutschen Bundestag. Ein außergewöhnlicher Redeauftakt. Der SPD-Abgeordnete Post zu den jüngsten Schlagzeilen der Bild-Zeitung. Lieber Herr Präsident Lammert, Sie begrüße ich heute Morgen besonders freundlich, weil ich finde, dass Sie Opfer einer üblen Kampagne sind, einer Zeitung mit großen Buchstaben. Der zweite Mann im Staat, seit einer Woche im Blick der Bild, wegen der Reform der Abgeordnetendiäten. Warum beantworten Sie die Fragen von Bild nicht? Bitte beantworten Sie diese Fragen. Und obwohl er sich mehrfach äußert, schreibt Bild: Bundestagspräsident schweigt weiter. Offenbar will Bild Lammert ein Exklusivinterview abbringen und die Diätenreform gleich selbst beschließen. Der Ehrgeiz der Bild-Zeitung, anstelle des Deutschen Bundestages die Bezüge und die Altersversorgung der Abgeordneten regeln zu wollen, ist buchstäblich nicht zu übersehen. Er entspricht aber weder der Verfassungslage noch dem Selbstverständnis des Deutschen Bundestages. Nebenjob für 25.000 Euro. Nach der Interviewabsage an Bild wird's persönlich für Lammert. Bild hält diese Berichterstattung nach eigenem Bekunden für angemessen und zwingend notwendig. Hier beobachtet man die journalistische Arbeit von Bild. Dafür wurde Stefan Niggemeier ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis. Auf seiner Internetplattform bildblog.de wird auch der Fall Lammert diskutiert. Die Bild-Zeitung steht für 12 Millionen Leser, steht für eine sehr große Macht im Land. Und es gibt so ein Gefühl, dass es sich niemand erlauben kann, eigentlich da nicht mitzuspielen. Und wenn jemand glaubt, er kann sich das erlauben, dann zeigt man ihm mal, was das für Konsequenzen haben kann. Dass die Bild-Zeitung mit Konsequenzen droht, muss auch Walter Riester in seiner Zeit als Arbeitsminister erfahren. Es geht um die Einführung einer Pflichtrente. Die Bild-Zeitung damals hat einen Aufreißer gemacht, Zwangsrente Riester, den Begriff müssen Sie sich mal vorstellen. Zwangsrente Riester. Und gleichzeitig angerufen, meine Pressesprecherin, und gesagt, wir hatten für morgen schon den Titel geplant, wann fliegt Riester? Wir möchten aber noch ein Exklusivinterview machen, dann wird man diese Schlagzeile nicht bringen. Walter Riester gibt das Interview. Ich habe mich furchtbar geärgert, dass ich dieses Exklusivinterview dann gemacht habe. Nicht wegen dem Interview, das ist in Ordnung. Ich will ja meine Position erklären. Aber wegen der Drohung, die dahinter stand. Charlotte Roche, Moderatorin und Grimme-Preisträgerin. Auch sie lernt die Methoden von Bild kennen. Am Tag vor Roche geplante Hochzeit in London kommen ihre drei Brüder auf dem Weg dorthin ums Leben. Alle drei Brüder tot in diesem Wrack. Titelt Bild damals. Nach ein paar Wochen, so Roche, habe sich Bild bei einem Mitarbeiter der Viva-Pressestelle gemeldet und ein Interview gefordert. Wenn ich nicht endlich zur Verfügung stünde für ein Interview über den Unfall in meiner Familie und den aktuellen Zustand von meiner Familie, würden die eine Geschichte bringen, die nicht gut ist für mich? Eine Erklärung des Viva-Mitarbeiters liegt Panorama vor. Er bestätigt, dass der Bild-Redakteur gesagt habe, wenn die Bild-Zeitung kein Interview mit Charlotte bekäme, würde die Bild am kommenden Tag ein Foto bringen, dazu eine Geschichte, die uns nicht gefallen würde. Für mich ist das absolut unverständlich, dass Menschen für einen Zeitungsartikel Leute, die trauern, so massiv unter Druck setzen. Bei Bild bestreitet man all dies. Die Redaktion habe das beschriebene Foto nicht einmal besessen und folglich nicht als Druckmittel benutzen können. Bild-Chef Kai Diekmann lehnt ein Interview mit Panorama vor der Kamera ab. Kanzlei Scherz. Der Anwalt vertritt Prominente wie Charlotte Roche, Sibel Kekilli und Herbert Grönemeyer. Prominente, die sich von der Bild-Zeitung belästigt oder unter Druck gesetzt fühlen. Man kann nur in der Gesamtschau feststellen, dass Personen, die mit Bild möglicherweise bewusst nicht zusammenarbeiten, entweder im besten Fall von Bild ignoriert werden oder aber im schlimmsten Fall sich dort immer wieder einer Negativberichterstattung ausgesetzt sehen. Klose, Tor! So wie Jürgen Klinsmann. Nach dem Sieg über die USA bricht es aus ihm heraus. Was sich die letzten Wochen abgespielt hat, war teilweise einfach unter der Respektsgrenze von einigen Medien. Grinsi, Cleansi, was gibt's da zu lachen? Titelte Bild. Cleansi ist link.
Für Bild normaler journalistischer Standard. Aber vielleicht hat das Blatt auch ganz andere Motive. Klinsmann bespricht die Mannschaftsaufstellung nicht mit Bild in Hinterzimmern. Das Verhältnis schon zu Spielerzeiten ein gespanntes, das Privatleben tabu. Während der EM 1996 in England, Klinsmann halbnackt auf Seite 1. Er klagt und erstreitet 25.000 Mark. Womit Klinsmann offenbar weiterhin rechnen muss, dazu hat einer, der es wissen muss, eine ganz eigene Meinung. Man nutzt natürlich jede Gelegenheit aus, um ihm, wenn die Gelegenheit da ist, eins mitzugeben und zu sagen, pass mal auf, Freund, wir sind jederzeit in der Lage, auch zurückzuzahlen. Rudi Carrell bei seinem letzten großen Auftritt. Der Showmaster hat Krebs. Die Geschichte seiner Krankheit erzählte er der Bunden, nicht Bild. Die hatte es vergeblich versucht. Ich glaube, so ein Prominenter, der nicht mit Bild zusammenarbeitet, muss erstmal damit rechnen, mit einigen Schlagzeilen konfrontiert zu werden, die ihm nicht recht sind. Wie krank ist Rudi Carrell? Abgemagert, Haarausfall. Rudi Carrell beschwert sich in einem Brief persönlich beim Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Die heutige stumme Abschiedgeschichte ist pervers und absurd. Ein Beweis, dass sie sich meinen Tod nur noch herbeisehnen. Der Bild-Chef bedauert. Er habe den Tod von Carrell niemals herbeigesehnt. Bild habe den Showmaster nicht verletzen wollen. Für Rudi Carrell ist das Thema Bild-Zeitung jedenfalls erledigt. Sein Schlussresümee zu Bild: Es gilt immer noch. Lecken nach oben, treten nach unten.